Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Origins, Folge Nummer 162 müsste das sein. Wir sind immer noch hier im Orsammer, wir haben aber mittlerweile mitbekommen, dass sich angeblich in der Stadt des Staubes ein... Oh, da können wir rein jetzt, in die Kirche von Orsammer, da gehen wir auch gleich mal gucken. Aber was ich sagen wollte, ist, dass sich in der Stadt des Staubes eine Schurke namens... Yonka... Keine Ahnung, ich wusste es eben noch, bevor mir das aufgefallen ist. Mist. Gibt's da nicht. Warte, wir können ja mal gucken. Oh, sag mal, wir haben noch so viel hier zu machen, wie ihr seht. Steht hier nicht drin, schade. Ja gut, dann bis wir da. Gehen wir trotzdem mal in die Kirche. Wie heißt die denn? Java, keine Ahnung. Irgendwas mit J. Naja, auf jeden Fall, die müssen wir dann suchen. Javia, genau, Javia ist es gewesen. Die soll angeblich reiche Händler hier, oder auch normale Bürger schikanieren und, ja, berauben, so wie wir es manchmal machen. Und das passt mir nicht. Die müssen wir mal ausfindig machen, in der Stadt des Staubes. So, hatten wir den Priester eigentlich schon beklaut? Ich glaube ja, wir probieren es trotzdem nochmal. Oder geht es gleich in die Stadt des Staubes? 508 Ausdauer, Leben. Dadurch, dass wir in der letzten Folge uns den Ring geholt haben. Was kann der denn nochmal genau? Wir haben gar nicht so richtig nachgeguckt. 10 Konstitution, 3 Gesundheitsregeneration, 10 Gesundheitsregeneration beim Erkunden, 3 Rüstung, 20 auf heilende Effekte. Wunderbar, was will man mehr? Optimaler Tankring. Was will man da mehr? Diese Ladezeiten sind echt böse, ey. Aber auch, wie gesagt, nur manche Geschäfte. Manchmal geht es eigentlich. So. Dann lass uns mal im Stadt des Staubes nachgucken. Vielleicht hat sich da auch jetzt einiges getan. Das kann ja natürlich sein. Na dann. So, du hast nichts mehr Neues, ne? Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Aber natürlich. Shady Corribit. Wer ist das denn? Was wollt ihr hier, Wächter? Seid ihr nicht etwas fehl am Platze? Ich suche einen Dieb, der etwas aus der Halle der Bewahrung gestohlen hat. Aha. Ach ja? Wie kommt ihr darauf, dass irgendjemand hier mich, will sagen, diese Person verraten würde? Ah ja, du Ihr hast dich habt selber einen verraten. verdammten Kampf vor euch, Wächter. Dabei habe ich das blöde Buch bereits weitergegeben. Zu schade für euch. Ja, und? Trotzdem wirst du sterben. Ihr Diebstahl wird hart geahndet. Ganz schön viel Blut. Ganz schön viel Blut. Tornei-Wettschein, okay. Na, dafür haben wir wenigstens was bekommen. Na dann. Dann lass uns hier mal hier Nadessa. Habt ihr noch nicht genug von der Baukunst der Stadt des Staubs? Soll die alte Nadesta für euch den Fremdenführer spielen? Dann geht. Naja, okay, hier wollten wir doch nichts. Lass uns nochmal in dem Haus hier gucken. Vielleicht hat sich ja mittlerweile was getan. Im Haus der Stadt des Staubes. Okay. Oh, dauert schon wieder lange. Vom Ladebildschirm. Naja, mein Gott. Was soll man machen? Das zögert nur das Let's Play hinaus. Das mache ich extra so. Nein, Quatsch. Wenn ich das extra machen würde, dann würde ich es noch länger machen. Nein. Okay. Verdächtige Tür. Da waren wir letztes Mal schon. Was hat die denn auf sich? Weiter. Durch den Schlitz sehen. Du siehst nicht als Schwärze.
nichts tun. Das muss doch irgendwas mit diesem Haus hier zu tun haben. Sorry, Leute, ich muss da echt nochmal rein. Ja, ja, du willst das Let's Play nicht. Habt ihr das gehört? Okay. Hört er sich eben schlimm an. Ja, ja, du willst das Let's Play nicht in die Länge ziehen. Wir wissen schon. Ah, da fänge ich halt eine Minute dran. Mein Gott. Seid nicht so. Ja. Wie soll ich sagen? Wichtigtuerisch. Boah, wichtigtuerisch wäre das falsche Wort gewesen, ne? Wie heißt das denn? Rechthaberisch oder so. Das dauert wirklich lange, muss ich sagen. Okay, also wir haben hier echt noch nichts verloren. Komischerweise, ich komme hier echt nicht weiter im Moment. Das ist echt schlimm. Na gut, dann lass uns, dann bleibt uns ja im Endeffekt nichts übrig, als entweder beim Tornei nochmal vorbeizuschauen. Nee, Tornei bringt uns auch nichts. Wir müssen in die tiefen Wege, um die eine Familie da wieder zu finden. Ja, okay. Also, bleibt uns nichts übrig, anderes übrig, als in die tiefen Wege zu gehen. Das heißt, ihr werdet auch gleich die Karte der tiefen Wege sehen. Und da werdet ihr sagen, oh mein Gott, da bleibt dir aber noch ordentlich was zu tun. Und wie gesagt, ihr werdet recht haben. Ihr werdet es aber selber, wie gesagt, gleich sehen. Wie heißt der Laden nochmal? Figors Importwaren. Ach so, okay. Naja, mein Gott. Hier ist noch Nack. Ich höre Nack. Ich höre einen Nack. Da ist ein Nack. Können wir noch einen Nack abgeben gehen? I trust Wala, meine Nacktfängerfreundin, wird er wahrscheinlich wieder sagen. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Aber da draußen gibt's noch mehr davon. Noch mehr? Wo soll's die denn geben? Naja, egal. Wir haben ja jetzt wenigstens einen Passierschein, damit wir da durch dürfen. Ihr könnt wohl nicht genug von unserer feuchten Minenluft bekommen. Braucht ihr irgendwas? Ja. Ich suche die Patrouille von Lord Dace. Wie ich sehe, habt ihr das Siegel seiner Tochter. Darum werde ich euch nicht aufhalten. Aber seid vorsichtig. Nur weil diese Monstren sich von Orsama zurückgezogen haben, bedeutet das nicht, dass es in den tiefen Wegen jetzt weniger von ihnen gibt. Entweder haben wir es endlich geschafft, was ich bezweifle, oder die Monstren sammeln sich zum nächsten Angriff. Sie haben bereits angegriffen an der Oberfläche. Die Oberfläche? Aber ich dachte, das Ungeziefer wagt sich nur dann so weit nach oben, wenn... Wenn eine Verderbnis bevorsteht. Mögen uns die Ahnen schützen, wenn dem so ist. Das ist so. Ja, gut. Alles Gute. Na dann lasst mal da vorbeigehen, dann lasst mal gucken. Haben wir die letzte Mal beklaut? Nee, ne, nicht die hinteren, ne? Nur die vorderen. Nee, haben wir auch nicht beklaut, ne? Schon unterwegs. Ah, machen wir mal kurz. Das, so viel Zeit muss sein, Leute. Wir gehen ja gleich weiter. Wir gehen dann in tiefen Wege, dann seht ihr gleich mal, wie groß die Karte ist, was wir da alles machen müssen, weil es gibt nämlich eine neue Karte, so viel kann ich euch schon mal sagen. Aber den Rest müsst ihr gleich selber rausfinden. So. Den auch nochmal, dann können wir auch nochmal den beklauen und dann geht's los. Minenkommandant. Alles klar. Alles klar, gut. Dann lasst uns, nee, erstmal hier Runtafel. Die Trennung von Karl Scharrock. Da hinten kommen wir nicht hin. Gut, dann lasst uns mal. Jetzt werdet ihr die Karte sehen. Das ist die Karte nochmal der tiefen Wege. Die ist genauso. Ja, genauso groß kann man nicht so sagen. Aber es gibt ja auch einiges zu tun. Das hier ist Orsama und wir müssen halt in den Edukenteig. Da gehen wir hin. Und hier natürlich hier diese. Wie in der Oberfläche, diese Wanderung kann auch jederzeit ein Kampf kommen. Also da müssen wir echt vorsichtig sein. So, aber wir haben es ohne Kampf zum Edukenteig geschafft. Das ist ja schon mal viel wert. Jo, und das ist der Edukenteig. Einiges gibt es hier zu tun und ja, wir werden uns da gleich an die Sache machen.
So, da ist die Höhle eingestürzt. Es sieht aber auch genial aus hier, oder? Richtig nice. Okay, hier müssen wir rechts rein. Dann, ja, wie gesagt, werden wir uns mal umsehen. So, am besten wäre es, wenn du da mal ein Vieh beschwörst. Am besten Wolf. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Gut, und dann sehe ich da schon... Was haben wir da? Dunkle Brut sicherlich, ne? Na klar. In den tiefen Wegen, was soll es da geben? Dunkle Brut. Ist klar. Ach, so viel wird es ja hier eh nicht geben. Hoffentlich mal. Obwohl, kann man eigentlich nicht davon hoffen. Seid vorsichtig. Denn das ist die Abstimmung der dunklen Brut hier. Ah, der hat mehr seine Kameraden geschwächt, geschädigt als mich. Nieder mit dir. Selbstverständlich. Ja, Morrigan ist Level up. Nice. Wir kriegen ja hier wieder ordentlich XP. Wunderbar. Zerbrochener Stein haben wir hier hinten. Lyriumstaub zweimal. So, dann lass uns mal Morrigans Level verteilen. Ihre Punkte. So, Magie ist eigentlich schon recht hoch. Willenskraft, wir gehen mal auf Konstitution, dass sie was aushält wenigstens. Und dann gehen wir mal auf Inferno. So, zack. Ihr wünscht. Wunderbar. Wir verteilen die Skills irgendwann nochmal genauer. Momentan möchte ich aber jetzt erstmal den Spielfluss aufrechterhalten. Und wie gesagt, das können wir später machen. Ich meine, weil ihre Skills machen sie ja teilweise selber. Nur wenn wir selber mal was machen müssen. Aber dann können wir ja auch pausieren. Also wie gesagt, das machen wir später mal. Unser Hauptcharakter ist ja hier wenigstens aufgeräumt von den Skills, sage ich mal. Zumindest einigermaßen. Und ja. Wir gucken uns hier erstmal um. Ja, na klar, schon wieder dunkle Brut. Aber was soll man ja auch anders erwarten in den tiefen Wegen? Ah, da ist eine Truhe. Da sind mehrere Truhen. Hier sind Genlocks. Ja. Alter, die ganze Höhle. Die ganze Höhle wimmelt von dunkler Brut. Ich bin na, da bin ich ja mal gespannt. Oha, da bin ich ja mal gespannt, was das hier wird. So, da hinten, los, angreifen, Leute. Ja, erstmal den Gesandten. Erst den Gesandten, wenn es geht. Der heilt sich und der macht mit Magie, das ist böse. So, den haben wir. Hier, gleich die nächsten. Gleich die nächsten, Leute. Nicht lange fackeln. Ja. Der ist auch down. Da hinten der nächste Genlock. Von dem möchte ich mich jetzt erstmal nicht angreifen lassen. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Da, den hauen wir erstmal um. Wunderbar, Leute. Habt ihr gut hingekriegt. Können wir erstmal hier aufsammeln. Gut, die haben nichts mehr. Den wir umgehauen haben, hat noch was. Natürlich, die werden hier nicht neutral wieder vom Kämpfen, weil da hinten noch welche sind. Schwarzer Runenstein. Nice. Richtig cool. Oh, ja klar, da brauchen wir Liliana erstmal. Mhm. 50 XP, Landbogen der dunklen Brut. Nice. Wo soll ich zuschlagen? 50 XP sind immer willkommen. Das ist natürlich ordentlich gewinnbringend, könnte man so sagen. So, hier haben wir noch einen zerbrochenen Stein. Tiefenpilze. Wir nehmen alles mit, was wir in die Hände kriegen. Warum denn nicht? Kleiner blutiger Sack. Okay. Sack mit Gliedmaßen. Brecher. Neuer Kodex-Eintrag. Ha. Okay. So, da hinten ist aber noch dunkle Brut, Leute. Verstand. Die müssen wir noch auslöschen. Bevor wir die Folge beenden. Die muss sich noch verabschieden, die dunkle Brut. So, jetzt könnt ihr die anderen angreifen. So, da hinten ist noch einer.
Super. Und den da. Verstanden. Oh, da hinten, was sind das denn? Das sind Tiefenlaurer, ne? Wir müssen hier unbedingt weiter weg. Unbedingt weiter weg, Leute. Natürlich. So, Leute. Ja. Also, sammle ich das mal ein kurz. Sehr schön. Was haben wir da? Ein zerbrochener Stein. Lebensstein. Noch ein Hurlock-Gesandter. Ja, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann hier mal weiter. Da kommen auf jeden Fall Tiefenlaurer. Das sind natürlich schon etwas, ja, gefährlichere. Aber die sind etwas anstrengender, die Gegner. Und wie ihr, oder ob ihr das wissen wollt, wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann erst in der nächsten Folge. Und deshalb schaltet auch dann wieder ein. Also, macht es gut, bis dahin. Tschüss.